The world's first professional superhero. Meine persönlichen Top 4 Dark Rides im Freizeitpark Efteling inklusive Skullkid. Platz Nummer 4, Carnival de Festival. Festival de Carnival. Die Mack Rides Bahn wurde im Jahr 1984 erbaut und gehört somit zu den ältesten seiner Art. Eine schöne Zeit, an die ich mich gerne erinnere. Das Figurendesign ist süß und knuffig, erinnert mich stark an den Nussknacker, mit dem er schon tausende Nüsse geknackt hat. Eine imposante Weltreise gibt der Dark Ride her. Bistro, Frankreich. Frankreich. Japan. Japanese, der letzte Samurai. Das deutsche Volk! Nein! Das deutsche Volk ist hier! Den man Bärenjude nennt, soll ein Golem sein! Alles in allem bekommt ihr hier eine karnevalistische Weltreise auf allerhöchstem Niveau geboten. Wahrlich der Hammer. Hammer. Aber trotzdem nur Platz 4. Denn die Nussknacker-Figuren sind nicht allzu mein Ding. Der geübte französische Nussknacker erkennt da farbliche Unterschiede. Platz Nummer 3. Fata Morgana. Der orientalische Dark Ride ist die Schwester von Piraten in Batavia. Piraten in Batavia lässt grüßen. Nur eben in Richtung arabisch-orientalisch. Die kurze Wartezeit zaubert euch wahrlich ein Grinsen ins Gesicht. Die arabischen Aquaboote sind fett. Fetter als Horrorkid. Oh, sieht das fett aus. Das Figurendesign ist nostalgisch. Die Sprechweise arabisch. Der Osmane würde hier hausieren wollen. Garantiert. Die Kulissen sind der Wahnsinn und ein visuelles Feuerwerk. Frohes neues Jahr. Fata Morgana solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Das ist eine Flasche voll Dreck. Ach Jack, du und dein nostalgischer Batavia-Trip. Dreck. Finde ich nicht. Mein Platz Nummer 3. Was für ein wirres Gerät. Wie heißt das jetzt genau? Dromflucht. Platz Nummer 2. Dromflucht. Schon der imposante Eingang macht das dicke Schwein an. Flieg rum. Und ich war so froh wie noch nie, wie ein drogeninduzierter Kolibri. Denn Dromflucht ist ein einzigartiges Dark Ride-Erlebnis, weil die Gondeln ganz schön hängen, wie Ride Review und Kirmes Hunter. Der Wald ist voll von mystischen und schönen Elfen. Und notgeilen, pornoverseuchten Trollen. Habt ihr schon mal Trollblutwurst probiert? Oh nein, aber wir teilen nur zu dritt. Aber der Dark Ride ist nicht nur ein Augenschmaus, sondern auch eine Nasendelikatesse. Hier sind aber Duftstoffe, ne? Ich riech noch nix. Ich hab eben noch ein bisschen Parfüm. Die Sternenscheiße, der Extralative. Walt Disney wäre neidisch, garantiert. Alter Falter, das ist ja Peter Pan-Niveau im Disneyland. So, nun ein bisschen von dem schönen Feenland. Auf ins Nimmerland! Simsalabolika, Platz Nummer 1, Symbolika. Das Schloss ist einzig und allein ein Dark Ride. Aber ich bin ein guter Pinocchio. Denn Frodo kommt aus Tokio. Krank. Was ist das denn? Eine Achterbahn oder? Das ist eine Achterbahn und ein Dark Ride. Achso. Was ist denn das? Mein Penis ist 45 Zentimeter. Was? Aber Symbolika war so teuer wie 35 Millionen Euro. Und das sieht man sowohl außen als auch innen drin. Oh mein Gott. Das symbolische Meisterwerk solltet ihr auf keinen Fall verpassen. Mit meinem bester Dark Ride bis jetzt, Alter. Mein bester Dark Ride. Ein Orgasmus gibt's gratis dazu. Oh, oh mein Gott. Ist das für dich Liebe? Meine Fresse. Hast du sie noch alle? Eine der besten Dark Rides in meiner Freizeitparkkarriere. Das war's, meine Freunde des Nuss- und Eierstockknackers. Und falls euch das Video gefallen hat, abonnieren nicht vergessen. Bis die Tage, meine Freunde. Ciao.